Ja. Erklären Sie mal, was ist das Safe Harbor Abkommen überhaupt? Der Europäische Gerichtshof hat Anfang Oktober diesen Jahres ein Datenschutzabkommen für ungültig erklärt, das die Europäische Union mit den USA abgeschlossen hatte. Da geht es darum, ob die Daten, die über amerikanische Server laufen, eine Art sicheren Hafen ansteuern. Und der EuGH hat gesagt, die sind nicht sicher. Der amerikanische Geheimdienst, auch andere können darauf zugreifen, und hat das Abkommen für ungültig erklärt. Streng genommen, formal juristisch, müssten alle Dienste von amerikanischen Anbietern wie Facebook, Google und so weiter sofort eingestellt werden. Sie wären nicht mehr rechtskonform. Das ist natürlich Unsinn. Das geht in der Praxis nicht. Man wird aber jetzt neue Lösungen suchen müssen. Und bis Ende Januar haben die europäischen Datenschutzbehörden sich und uns Zeit gegeben, diese Lösungen zu finden. Ich bin mal gespannt. Es wird kein einfacher Weg, hier einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das betrifft also auch Cloud-Dienste und alles, was dazugehört? Ja, selbstverständlich. Viele Cloud-Dienste, auch die Dropbox beispielsweise und andere, sind nun mal von amerikanischen Anbietern. Und die Daten sind dort nach europäischem Datenschutzstandard nicht sicher. Also darf ich sie im Grunde genommen auch nicht in Anspruch nehmen, besonders als Unternehmen. Gerade wenn es um sensible Daten geht, bin ich verantwortlich für die Sicherheit dieser Daten. Aber es ist natürlich schwierig, wie man anderweitig das Ganze handhaben möchte. Microsoft hat schon gesagt, dass sie mit der Deutschen Telekom zusammen eine deutsche Cloud-Lösung anbieten wollen mit Servern, die nur in Deutschland belegen sind. Da muss man nur schauen, dass natürlich auch andere Geheimdienste beispielsweise auch darauf nicht zugreifen. Wir haben hier das Dilemma sozusagen, dass Sicherheitsinteressen auch gerade nach den Pariser Anschlägen eben noch sehr im Vordergrund auch stehen und damit gewissermaßen der Datenschutz auch ein Stück weit leidet. Wie sieht das mit Zoom-Maschinen aus? Die sind ja auch eigentlich weitgehend amerikanisch. Muss ich mir da Sorgen machen? Ja, es kommt darauf an, wie schnell man eigentlich sich Sorgen macht oder beziehungsweise wie ängstlich man im Grunde genommen. Es ist auch klar, dass die Informationen, die ich in Google eingebe, dass die dort auch gespeichert werden, Nutzerprofile gebildet werden und ich da auf die Art und Weise Vorteile habe, beispielsweise personalisierte Informationen, aber natürlich auch nicht weiß, wer anderes noch auf diese Daten dann Zugriff hat. Das bleibt einfach eine große Unbekannte, wo man abwägen muss, ob man auf diesen Komfort verzichten will, denn Google bietet auch sehr gute Dienste an, die jeder gerne auch hat. Das ist eine Abwägung, die man am Ende doch nur selber treffen kann.